Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Armored Warfare Projekt Armata PvE dieses Mal. Und ja, heute will ich euch ein Tier 2er vorstellen, den weiteren Tier 2er. Und dieser Tier 2er heißt FV107 Scimitar. Ja Freunde, das ist ein kleines Britenfahrzeug. Und wir gehen zuerst mal zu seinen Statistiken durch hier und dann zu seinen Modifikationen. Ja Leute, gehen wir zu seinen Statistiken. Schaden 45 machen wir, 150 Durchschlag. Dann 5524 Schaden in der Minute, 1,44 Sekunden Ladezeit, 201 Schuss in der Minute. Dann Freunde, Panzerung und so. Wir haben 1725 Struktur, 12 10 8, also das sind die Wannenpanzerung. Wurde aus Alu gefertigt, also Aluminium gefertigt, deswegen auch gar keine Panzerung. Dann Turm genauso, 12, 10, 8, auch aus Alu. Was sagt uns das, Freunde? Ja, hinten bleiben, nicht nach vorne. So, dann weiter. 84,24 Geschwindigkeit. In 2,62 Sekunden kommen wir von 0 auf 32. Und ja, das sind die Masse, also wie viel der wiegt. Dann 43,23 Grad in der Sekunde drehen, wenden. So, wie schnell uns wir drehen und wenden. So, weiter geht's, Freunde. Seine Tarnwerten. Tarnwerten sind folgendes: 0,35 0,35 0,35, und unsere Sichtweite ist 405 Meter. Weiter. Hier wir haben unsere Schwenkungsgrad der Kanone, Freunde, also hoch runter, minus 10, minus 8. Dann 0,13 ist unsere Streuung. Dann 1,47 Sekunden Zielerfassungszeit. Und dann, wie schnell wir unseren Turm drehen, 54,54 Grad. So. Jetzt kommen wir zu Munitionen. Wir haben davon zwei Arten. Es gibt drei, aber die ersten, die machen gar nichts. Also nichts. Ja, hier, das ist eure erste Munitionsart. Ich kann euch das auch mal vorlesen. Aber ich habe nur die zwei, die sozusagen die besseren Munitionsarten. So, erstmal diese HE-Munition. Kosten 51, Kaliber 30 mm. Wir haben Revolvermagazin, Freunde, 6 Schuss. Schaden mit vollständigen Durchschlag 57,70. Ohne vollständige Durchschlagskraft 11,50. Explosionsradius 0,25 Meter. Ja, der Dicke der Panzerung bei vollständigen Schaden 5. Der Dicke der Panzerung bei Minimumschaden 100. Durchschlag 11. Unsere Munition fliegt mit Geschwindigkeit
950. 200 Schuss in der Minute. Unsere Minimum Streuung, also minimale Streuung 0,13, 1,5 Zielerfassung, 1,6 Ladezeit. Und jetzt bekommen wir zu dem Munition auf Bonussen, und zwar 100% Bonus bekommen wir. Wir setzen den Panzer in Flammen. Und 10% Bonus bekommen wir. Wir machen Schaden an den Besatzung, Modulen und so weiter. So, dann die nächste Munition. Also ihr seht hier noch 4511. Das ist das, was Durchschlag und Schaden betrifft. Panzerbrecher sozusagen. 60 kostet es. Das ist so Kaliber 30, 6 Schuss. Schaden zwischen 41 und 50. 150er Durchschlag. Geschwindigkeit von Flugmunition 1410. 200 Schuss in der Minute. 0,13 ist unsere Streuung. 1,5 Zielerfassung und 1,6 Ladezeit. Das ist das alte Munition. Damit fangen wir an. Kann ich auch noch vorlesen. Hier bekommen wir gar keinen Bonusen. Die erste Munition, 41 kurzes Kaliber 30, 6 Schuss, Schaden zwischen 41 und 50. Durchschlag 125, 1025 Meter fliegt die Munition. 200 Schuss, 0,13 Streuung und 1,5 Zielerfassung und 1,6 Ladezeit. Diese Maschine ladet so schnell, man spricht, also man denke, wir haben noch dazu Revolver, Freunde. Aber Ladezeit ist bei der verdammt schnell, und deswegen können wir mit dieser Maschine so viel Spaß haben. Hauptsache nicht in Ziel geraten, wo ihr einfach ja so schnell eure HP verliert. So, jetzt gehen wir zu den Modifikationen, Freunde. Und zwar, wir haben verbessertes Rauchgranatensystem. 8 Schuss in der Kassette, also in Revolver sind 2 Schüsse und 6 Sekunden Ladezeit. Vollkommene Ladezeit, also wenn wir die 8 Schuss abgefeuert haben, 80 Sekunden. Dann die Gun. Die Gun hat folgendes: 30 mm Gun Kaliber, dann 6 Schuss in der Kassette, und das, der Rest haben wir eigentlich durchgelesen. Ja, also das haben wir beim bei dem Panzer durchgelesen. Das sind die Munitionen, was wir eigentlich dazu bekommen. Dann haben wir noch verbessertes Ladesystem. Verbessertes Ladesystem bietet uns ja, Ladezeit verkürzt sich um 10%. Dann haben wir noch Überwachung, Aufklärungsgerät. Überwachung und Aufklärungsgerät bietet uns schnellere ja, dass wir schneller wissen, dass wir ausgescoutet wurden, und unsere Sichtweite wird um 30 Meter verbessert. Diese Module haben wir jetzt in diesem Panzer. Jetzt gehen wir zum PvE-Gefecht, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß, holt euch Chips und Cola, lehnt euch zurück und genießt den Gefecht.
Film ab. Willkommen, Freunde. Operation Abpraller, Tier 2 Match. Ich bin in Top sozusagen. Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so machen muss, soll, dass ich mal einen Schaden reinkloppen kann. Die Map kenne ich, ziemlich geile Map. Aber mit meiner Bing 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 Gun kann ich nichts einrichten bei den Gegnern. Mit hart gepanzerter Gegner. So, der fährt jetzt richtig eigentlich und ein mein Platz fährt, ja? Nehme ich mal mit. Aber mit dieser Bang 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 Gun kann ich zum Beispiel bei dem kaum was einrichten. Nur halt seitlich, ne? Vorne komme ich mit diesem Bang 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 nicht durch. Deswegen mag ich diesen Panzer, aber das ist meine Hassliebe Panzer. Ja, also weil ich Bang Bang mache, mag ich ihn irgendwo, aber auch hasse ich ihn. Weil der kommt nur seitlich bei denen, bei den manchen durch, aber vorne nicht. Ja, also deswegen habe ich ja gesagt, ich liebe diesen Tank, aber ja, in Gefechten ist er ziemlich schwer. Der hat zwar HE, man kann auch mit HE schießen, aber wenn man so überlegt, man macht ziemlich kleinen Schaden mit HE, erstens, und zweitens, man muss immer noch vorne kämpfen, man kann nicht hinten bleiben. Der ist zwar kaum gepanzert, aber das ist kein Panzer hintere Reihe. Wenn man was bekommen will, muss man mit dem schnell nach vorne raschen, wie verrückt, und versuchen so zu spielen, dass man ja, dass man irgendwie nicht im Schuss gerät. Guckt, ich komme da bei denen gar nicht durch, Freunde. Also das kann ich knicken. Mit meiner kleinen Bang 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 Gun kann ich nur seitlich was ausrichten. Dann, Freunde, wir haben keine Panzerung. Ich habe ja in der Garage erzählt, gar keine Panzerung. Und das ist der zweite Reihe. Ist er auch, aber man muss so spielen wie ich hier. Ich gerät immer im Schuss weiter von dem Feind und habe Angst, dass ich auch einvisiert werde. Ja, deswegen so spiele ich jetzt hinten, aber gleichzeitig auch vorne. Guckt, ich komme bei dem gar nicht durch vorne. Das kann ich knicken, das lasse ich meinen Jungs mal machen, ne? Also die sollen da ein bisschen auf sich lenken und ich mach dann. Oh, oh. So, guck mal seitlich, ja genau, so, so, genau, so. Kann dich dann anvisieren, einschießen. Seitlich gucken. Kann zwar jetzt HE einladen. Hey. Wartet. Dann kann ich aber ein Visier nun abknallen. Weg ist er. Auf mich einzuballern, du. So. Okay. Und auf dieser Map ist es ziemlich so, ziemlich gut zu machen, so wie ich jetzt sage. Also, dass man irgendwie vorne spielt, aber auch gleichzeitig hinten bleibt, ne? Und es gibt einfach viel zu wenige Map dafür, um diesen Panzer so richtig einzusetzen. Stopp! Stopp nach hinten! Ich kann ihn nicht einvisieren, Freunde. Na, dankeschön! Blödmann. So. Das war's, Freunde. Ich hoffe, ich habe was einrichten können und ja, hoffe, euch gefällt dieses Match. Und ja, mal gucken, was wir eingerichtet haben. Das ist der Sieg. Sieg, ein glorreicher Sieg.
von mir. Und wir gehen dann zu der Statistik, Leute. So Leute, Statistik, ich habe Standard 454 Erfahrung, 11.883 Kohle bekommen. Folgendes, Freunde, das ist nicht mein erster Match, deswegen ist das keine doppelte. Ja, also ich habe Schaden 3060 reingeschossen, 6 habe ich ja zerstört und 8 habe ich ausgescoutet. Ja, dann habe ich Medaille bekommen. Ja, unsterblich. Das ist so eine Medaille, die alle kriegen, wenn der ganze Team überlebt. Ja, also unsterblich. Jetzt gehen wir zu dem Team. So, Freunde, ja, per Schaden. Ist das Schaden? Ja, per Schaden bin ich auf zweiten Platz, Freunde. Suppi, ausgescoutet habe ich 8, gekillt habe ich 6. Ich bin auch auf dem zweiten Platz per Kills. Mit so einem Tank wie diesem, wo kaum was durchkommt, ja, bin ich zufrieden, Freunde. Ich habe 160 Schuss abgegeben, getroffen 126 und 34 daneben geschossen. Ja, am Ende 11.000, wie gesagt, rausgefangen, knapp 12.000. Ist super. So. Leute, ich hoffe, dieser Match wird euch gefallen und ja, wir sehen uns dann nächstes Mal im PvP-Gefecht mit diesem Tank. Oh, das wird was, Freunde, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, liked mich mal und ich liebe einfach Likes. Daumen nach oben, kommentiert und ja, vielleicht spielt jemand von euch diesem Spiel. Kann mich mal anschreiben. Ja, der Nick steht hier. Können wir mal gemeinsam dieses Spiel vielleicht spielen? Das wäre echt cool. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Match hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf. Haut rein. Schönen Tag noch. Ciao.